So, ich starte einfach mal die Aufnahme. So läuft die Aufnahme. Ich glaube, es wird nicht langsamer. Die Aufnahme läuft, glaube ich, nicht. Es soll doch normal ruckeln, wenn die Aufnahme läuft. Ich guck mal kurz. Gucken wir mal, ob die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft angeblich gut. Passt schon irgendwie. Nö. Bin ich leider einfach nichts hoch, so. Ja, scheiße. Das Spiel ist scheiße. Das hast du gut erkannt. Ich hatte gerade ein paar Grafikfehler. Also, ich sag dann auch nochmal Hallo, ne? So, Purgatory wollen wir spielen, haben wir gesagt. Ja, hatte ich doch schon ausgewählt. Willst du hosten, oder was? Ja, ich habe jetzt einen Raum aufgemacht. Willst du einen aufmachen, oder was? Ja, ist egal. Ich gucke erst mal, ob meine Gegenstände noch da sind. Good day. Oh, ich habe den Scheiß... Oh, sie sind noch da. Sehr gut. Meine 500.000 Milliarden Mana-Tränke. Was hast du? Gab ein paar Probleme. Und ein paar. Ich glaube, das Problem ist jetzt bei dir so ein Stück vor dem Monitor. Du meinst mein Mikrofon? Nicht direkt, nein. Eher das, was ins Mikrofon hineinspricht. So, wir spielen mal wieder Diablo. In einer neuen Version jetzt, ne? Ich muss diesen Windows 7 Colorfix wieder machen. Was kaufst du aus so einem beschissenes Betriebssystem? Benutze Vista. Ja. Noch beschissen, ne? Wobei ich es wahrscheinlich auf 10 wechseln werde. Na toll. Wien? Die Scheiße alleine spielen. Wobei ich vielleicht auf 10 wechseln werde. Wieso 10? Gibt's 9 schon? 9 kommt gar nicht, was laberst du? 10 ist das nächste. 9 ausgelassen oder was? Das ist doch kein Schwein, wie die Nummern sehen. Hallo? Details, Details. Die Leute hängen sich viel zu sehr an den falschen Nummern auf. So. Ich geh erstmal den Butcher töten. Ja, jetzt habe ich richtige Farben. Kann das wohl nicht sagen. Was heißt denn vorher für welche? Ja, da war das alles ein bisschen bunt. Ein bisschen sehr bunt. Ist doch schön, homosexuelle Farben. Rainbow-Colors sozusagen. Ist das nicht irgendwie so das Zeichen der Homosexuellen irgendwie mit diesen ganz verschiedenen Farben? Keine Ahnung. Musst du doch wissen, nicht, hallo? Ist das eine Epilepsie? Augenkrebs.de.vu. Nee, ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun. Ich mag die Gegner hier im ersten Stock. Homosexuell sind doch alle, die so rosa Sachen tragen, ne? Also. Nein, homosexuell sind diejenigen, die auf das gleiche Geschlecht stehen und so. Ja, ja, aber ich meine, die tragen auch rosa und so, ne? Nein, es gibt auch Männer, die tragen rosa und sind angeblich nicht schwul. Ja gut, das ist denn... Wobei ich rosa unglaublich hässlich finde. So, wo ist denn der Butcher? Nein. Schon wieder so lange her, ne? Ich weiß schon wieder die Hälfte nicht mehr. Also ich glaube, das Spiel ging so, dass da Gegner waren und du hast da draufgeschlagen. Und sind die, also ich habe da draufgeschlagen, sind gestorben und du hast irgendwie... Du standest da irgendwie rum. In der Stadt stehe ich die ganze Zeit rum, ne? Du warst auch irgendwie da, ich weiß nicht mehr was... Ich weiß nicht mehr, welche Funktion du hattest. Also ich habe hier so viele Sachen, ich weiß gar nicht... wann und wo und ob ich die überhaupt verwenden wollte. Ich habe zwei Waffen in der Hand und kämpfe nur mit einem. Ich habe doch zwei Waffen in der Hand, oder? Ja, ich habe nach wie vor zwei Unique Items in der Hand. Geh dir mal weg. Und suche nach wie vor den Butcher. Aber die haben ja auch irgendwas lieber längst, also keine Ahnung. Vielleicht finden wir jetzt endlich mal nützliche Unique Items. Und ich brauche noch 1.020.000 Erfahrungspunkte zum Levelaufstieg. Gut, ich würde sagen, das reicht für heute mit Diablo. Ich muss jetzt bei dem Butcher töten, wenn ich den Butcher nicht mehr finden würde. So, hallo Butcher. Hallo Butka. Ich hab vorhin die Polizei angehalten. Ich? Ja, mich, weil ich bin so zum Einkaufen, ob noch eine Kleinigkeit kaufen wollen, so, ne? Da kommt so die Polizei angefahren, wird auf einmal langsamer und denkt mir, lustig, die werden langsamer, die halten mich jetzt bestimmt an. Dann haben die angehalten und haben mich angehalten, da habe ich mir gedacht, was soll das denn jetzt kaputt? Und da haben sie gemeint, es würde einer draußen rumlaufen, der sich Autos ein bisschen zu genau anguckt oder so und die Beschreibung würde wohl so ein bisschen auf mich passen. Achso. Und dann musste ich da so ein bisschen stehen und die Hände aus den Taschen nehmen, weil das wohl
die irgendwie nervös gemacht hat, keine Ahnung. Und dann haben sie meinen Ausweis gesehen und so und dann das kurz kontrolliert und dann durfte ich weitergehen. Weitergehen? Achso, du warst nicht mit dem Auto unterwegs. Nein, ich habe kein Auto mehr. Weil der TÜV abgelaufen ist und es in der Stadt sinnlos ist, ein Auto zu haben. Ja, aber du warst ja auf dem Dorf vorher. Also. Ja, aber ich wohne zwischen der Stadt und ich glaube, für Neu-TÜV hätte ich locker, glaube ich, 1.000 oder so ausgeben dürfen, von daher. Nicht jeder verdient die Kohle wie du, ne? Ich hab mir letztens gerade wieder einen neuen gekauft. Auto? Hast du wieder Need for Speed ausgepackt, wie? Wozu ist der Batscher? Was hast du denn gekauft? Schlechte Entscheidung. Ja, hab ich mir gleich gedacht. Ich hatte ja vorher den Peugeot 207. Jetzt habe ich den Peugeot 208 und jo. Nee. Ist ganz nett. Peugeot. Hast du nichts mit Allrad oder was? Brauche ich nicht. Ich habe keine Berge so wie bei dir. Ist alles Flachland. Ich weiß nicht, wo ich da mal von meinen Synchro noch hatte. Also das war schon toll im Winter, wenn du dann so am Berg einfach mal anhalten kannst, an der Schräge, wenn Schnee und Eis liegt und du trotzdem noch vorwärts kommst, dank Allrad. Oh, ich habe den Batsche gefunden. Also, wie gesagt, sein... ich brauche so eine größere Axt, mit der ich einfach mal alles um mich herum treffen kann. Ich will auch ein bisschen Spiel sparen und so. Daher. Allrad nicht so günstig. Das kommt immer noch auf den Motor drauf an, ne? Kannst auch mit Frontantrieb sinnlos Benzin verbrauchen, also so ist es jetzt nicht. Wenn man das will, ja. Aber ich will ja nur 4 Liter verbrauchen und dann passt das schon. 4 Liter? Ja. Da schluck ich ja mehr am Tag, was? Ein Diesel oder was? Zahlt man nicht einen Haufen Steuern mehr? Nö, 60 Euro geht noch. Ich hab erstmal ein neues Item gefunden im ersten Etagending. Oh. Der richtig scheiße ist. Sind wir mal fertig da, Level 1? Ich musste erst den Butcher finden. Der war nicht so einfach. Wer denn das? Ja, weißt du, wie das ist? Du musst erstmal das ganze Stockwerk abgrasen, bevor du das findest, was du suchst. Gut. Hättest du schon mal losgehen können? Ich trau mich nicht. So. So, weißt du, ich bin der, der hinten steht und dann mich anfeuert. Du bist auch irgendwie da, ja, ich weiß. Ich habe erstmal Heiltränke einkassiert. Was? Nein, geh weg. Menschen, die mit mir reden. Ich will nicht, dass Menschen mit mir reden. Ich bin noch ein Book of Healing, aber das brauchst du wohl nicht, oder? Wie viel Mana braucht das? Bei mir 57, aber das kann ja bei dir anders sein. Ja, ne? Hm. Wie viel Mana habe ich überhaupt? Ja. Ring um meine Augen. So. Wie viel Mana habe ich denn? 46 bzw. 20. Ja. Die Frage ist auch, wann ich das jetzt hier wieder hochlade. Videos werden ja nicht so groß. Nee, aber ich habe ja irgendwie 3 Hauptprojekte. Okay, gleich bald nur noch 2 Hauptprojekte. Spellforce ist ja durch, aber trotzdem. Also, gehen wir. So. Wohin denn? Sag mal an. Wo ging's da hinten runter? Stufe was? Oh nee. Hinten ist so scheiße. Ich mag das überhaupt nicht. Wo ging das da hin? Ich weiß es nicht so genau. Was war denn das? Abyss, war denn nicht scheiße? Ja, sag ich doch. Ja gut, dann gehen wir ins Hell. Ich kann ja mal gucken gehen, vielleicht sind ja andere Monster hier. Nein, du gehst mal gucken, ich gehe ins Hell. Obwohl, was war denn so hell für ein Level? Bist du jetzt hin? Ja, so hell. Du bist einfach viel zu langsam. Ja, im Abyss waren noch diese Säurespucker da. Ja, ja, the hell. Ach, da war das mit den Magiern wahrscheinlich. Ja. Wenn wir Pech haben, ja. Wenn wir Glück haben, nein. Und die geben auch noch so wenig Erfahrungspunkte hier alle, ne?
Ich gucke mir aber mal hier um. Ich nehme ein bisschen Geld mit, so. Noch mehr Geld, hey, toll. Gibt so eine Hure, die läuft mir die ganze Zeit hinterher. Ich habe ein Schild über den Kopf. Keine Ahnung, was es mir... Ich weiß immer noch nicht, was es mir bringt, aber ich hab's. Es schützt dich. Das Gefühl habe ich eher nicht so. Ich hab den Klick, aber dann liegt er. Okay, es sind hier Feuerspeier. Da will ich auch wieder gehen, glaube ich. Kann nicht gehen, sehr gut. Shit, ich komme da auch nicht raus. Ach, du machst das schon. Ich komm da nicht raus, Mann! Ich sterbe jetzt. Gut, tschüss. Okay, wir gehen gleich noch weiter runter. Oma. Sonst wird... Unfreundlich. Nee, hier ist noch zu low, wir gehen weiter runter. Irgendwo, wo mächtige Gegner sind, die uns auch was entgegenzuwerfen haben. Gleich zu 21. Ja, das hatte ich jetzt vor. Wo war ich jetzt? Ach richtig, Spellforce ist durch. Ich habe noch Act of War Folgen letztes Mal aufgenommen, die müsste ich hochladen. Ich habe eine Stunde Open Arena mal aufgenommen, die müsste ich hochladen. Oh, ich dachte Machines. Nee, das hat noch nicht Zeit. Was habe ich noch? Richtig, ich habe CNC1 nochmal angefangen. Wo geht das Portal hin? Das geht in Stufe 1. Moment, ich mache dir mal ein neues. So. So, ich möchte wieder mein nutzloses Schild haben. Da geht's nach Level 20. Voll gelb hier. Nichts Neues. Du hast manchmal ist es auch blau oder rot. Ja, ist dein Ding, du hast den Widerstand. Die sagen irgendwas, aber ich versteh's nicht so genau. Nicht so wichtig. Na dann. Geh mal weg hier, so. Ach, die Tür. Ich hab doch gedrückt, doch. Wie kann es sein, dass Zauber länger dauern, als so beschissene Tränke zu trinken? Wieder mal weg. So, wo war ich? Hätte ich die CNC1 habe ich mal angefangen, mal wieder, weil... Das werde ich auch in 60 Frames aufnehmen, aber wer weiß wann hochladen. Fällt mir ein, ich muss am Wochenende dann noch das Wahlvideo hochladen, das noch nicht ganz fertig ist. Ich rette die Wale. Hä? Nein, ich rede über Wahlen, nicht über dich. Ach so. Ich hab doch gedrückt, ach komm schon. Hier ist es überall scheiße. Bist du schwächer geworden, oder? Nein, das sind diese Blitztypen, ganz viele davon, du weißt, wie das läuft. Ja. Ein bisschen Pech dieses Mal, ne? Ja, voll scheiße. Wir hätten doch Purgatory nehmen sollen. Na gut, gehen wir in den Abyss. Komm zu mir. Wo bist du? Also hier, durchs Portal einfach. Wo bist du? Nimm einfach mal ein Portal. Geht nicht, ich bin aber Biss. Wo bist du? Scheiße, komm schon. Wo bist denn du? Ah. Wo bist Level du? Level 22 bin ich. Was sagt das doch? Purgatory bist du jetzt. Was? Oder nein. Was? Ich bin immer noch in deinem Raum, du Vollidiot. Das sind ja auch Blitztypen! Ja! Vollidiot! Leider. Wieso sagst du das nicht? Jetzt darf ich schon wieder meine Heiltränke durchlassen. Kannst du wieder rausgehen? Komm gefälligst her und helf mir und halt die Fresse zu. Oh, das ist ja auch noch Magier, du Arschloch! Das wusste ich nicht. Ja, wusste ich nicht. Verpiss dich, ey, komm. Spiel alleine weiter da unten. Und du? So, New Game. Okay. Geht ja super los. So. Purgatory, los geht's. Gleich sehr hell oder wo? Im Purgatory kommen wir da? Ich
glaube, so weit sind wir hier noch nicht. Vielleicht kommen wir in Level 4 rein. Wir können mal gucken. Ich weiß gar nicht. Abyss kamen wir... Obwohl, ich glaube, kamen wir in Sahel rein? Nee. Wenn dann Level 4 erstmal nur. Oder Level 9 vielleicht. Hello, good friend. Bin mir gerade gar nicht sicher. Level 9 könnte sein. Gar nicht, ne? I can't get there. Level 30, ja. Ja, aber hier im Umfeld. 28 bin ich gerade erst. Ja, wollen wir da überhaupt runter jetzt schon? Leckt irgendwie ein bisschen, kann das sein? Was? Leckt irgendwie ein bisschen. Ich habe keine Probleme, bei mir leckt nichts. It's hot down here. Da also ich kann nur nicht hin. Oh. Geht erst ab 28. Ich bin 27. Oh, ich bin tot. Na ja, gut, ich will da auch nicht hin, glaube ich. Oh, 27 Gold verloren. Ich habe nicht so viel Gold mehr, ne? Ihr wisst, ein Zauberbuch haben. 65 Magie. Hello, good friend. Nee. Bringt das irgendwas? Nein. Ich hab 46. So, ich bin mal gespannt, was die Arschlöcher eigentlich bei dem Wahlvideo wählen werden danach. Ich habe da einige nicht lustige Spiele aufgenommen. Hätte ich nicht tun sollen, ne? Bei RPG jetzt, oder was? Ja. Naja, mal sehen. Ich habe Ultima 1, Mann, das ist so richtig... Richtig schön scheiße. Man merkt, dass es schon etwas älter ist. So, kommst ja, du irgendwann mal? Mit Sicherheit. Da, ich hab den Portal gemacht. Ich komme. So, schön entspannt, erste Etage. Ja, ist das so entspannt? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß nicht, also die zwei Gegner, die ich gerade eben getötet habe, waren sehr entspannt. Ich glaube, die erste Etage ging noch, ne? Aber die zweite war dann... Wir dürfen nur das Türchen zum Batscher nicht öffnen, glaube ich. Wieso denn nicht? Der hatte da, was hatte der? 20, 30.000 Lebenspunkte und hat mich mit zwei oder drei Schlägen getötet. Irgendwas sowas habe ich noch in Erinnerung. 20? Nicht, ja, 22.000 hatte der, ne? Oder so. Ich weiß es nicht. Also, wenn du die Tür zum Batscher aufmachst, dann töte ich dich jedes Mal, wenn ich dich sehe. Sehr entspannt hier. Ich gehe da erstmal rein und benutze den Schrie, ne? Some experience is gained by touch. Habe ich jetzt Erfahrung bekommen für den Schaden, den ich genommen habe, oder? Verstehe ich nicht. Manche Schreine geben XP, ja. Ja, aber der hat mich verwundet dabei. Oder hat mich verwundet. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob ich dadurch... Keine Ahnung. Was riech ich mit dir überhaupt? Du stehst irgendwo rum und machst nichts. Gar nicht. Du stehst mitten in der Pampa und machst nichts. Ich sehe es auf der Karte. Ich komme ja gleich. Was machst du schon wieder? Du tappst schon wieder aus dem Spiel raus, oder? Ja, musste ich. Ah, oh, du sollst sowas nicht tun. Du bist doch sowieso Host, ist doch egal. Verpiss dich aus meinem Server, Alter. Alter, verpiss dich! Aus dem Maul. Oh, Gold für mich, nur für mich. Mich ganz alleine. Ich bin reich, ich hab Millionen. Naja, noch nicht ganz. Ich habe alles erreicht, was man im Leben erreichen kann. 1 Million Goldstücke in Diablo 1 zu hell. Jetzt kann ich glücklich sterben. Sterben. Wobei ich auch ein paar Spiele nochmal ändern musste, beziehungsweise ein Spiel noch ändern musste. Auf meinem ursprünglichen Plan. Das war dieses Arx Fatalis, oder wie das heißt. Ach, das ist auch nicht aufgenommen, das ist cool. Das wollte ich, das musste ich aber wieder rauswerfen, weil es nicht starten wollte. Was ja, tust du? Ich hab nichts gemacht. Du lügst. Unschuldig. Du lügst. Ich hab eine Sanduhr. Ja, ich auch. Hör auf, ständig rauszufliegen. Dann bin ich jetzt rausgeflogen. Du hast minimiert. Nein, hab ich nicht. Hast irgendwas gemacht? Irgendwas musst du gemacht haben. Eben lief es nicht die ganze Zeit.
Wo war ich? Ja, richtig. Ich wollte das ursprünglich mit reinnehmen, aber es crasht immer wieder. Ich weiß nicht warum. Also ungepatcht läuft das, aber ich werde es nicht ungepatcht spielen. Warum nicht? Weil das scheiße ist. Das soll selbst gepatcht noch nicht so toll sein. Aha. Schade. Kommst du jetzt voll wieder her? Oder so? Ha? Gibt's da keine DOS-Version oder so? What the fuck? Weißt du, wie neu das Spiel ist? Hallo? Ist das nicht alt? Axe Fatalis? Was? Nein. Ist das nicht von 98 oder so? Nein, das ist schon ein bisschen neuer. Okay. Selbst wenn, von welchem Spiel kam denn 98 noch eine DOS-Version raus? Weiß ich nicht. Gibt's bestimmt eins. Ich sehe deinen Raum gerade nicht mehr. Was?